Hey liebe Bastelfreunde, schön seid ihr heute wieder mal bei dieser Mini-Adventskalender-Bastelserie dabei. Ich freue mich total, denn heute werden wir eine Mini-Weihnachtsbaumkugel basteln, die von allen Seiten glitzert. Ich freue mich total, denn das ist echt eine total einfache Bastelidee. Ihr werdet erstaunt sein, wie schnell man diese selber machen kann. Und falls ihr das letzte Bastelvideo verpasst habt, da haben wir nämlich einen Mini-Weihnachtsmann gebastelt. Dann schaut unbedingt in der Infobox, ich habe euch das Video, also das letzte Video und auch alle anderen Bastelvideos aus dieser Advents-Bastelserie nochmal verlinkt. Ich freue mich. Na dann würde ich sagen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch als nächstes wünscht. Lasst diesem Video einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen. Jetzt hätte ich fast gesagt, nicht abonnieren, aber ihr müsst abonnieren, falls ihr keine Bastelvideos mehr verpassen möchtet. Na dann würde ich sagen, legen wir los. Da kommt sie auch schon, die nächste süße Mini-Bastel-Idee für eure Adventskalender, / für euren Weihnachtsbaum. Wir basteln heute eine Mini-Weihnachtsbaumkugel. Und dazu braucht ihr Glitzer in den gewünschten Farben, ich habe mich für ein Türkis und ein Weiß entschieden, flüssigen Bastelkleber, zwei Druckverschlussbeutel, eine Wattekugel, Silber- oder Golddraht, ihr könnt aber auch eine Kordel oder eine kleine Schnur nehmen, dann braucht ihr noch eine Schere und Geschenkband. Na dann würde ich sagen, legen wir los. Im ersten Schritt werden wir unsere Druckverschlussbeutel etwas befüllen. Einmal mit flüssigem Bastelkleber und einmal mit dem gewünschten Glitzer. Ich benutze da wie gesagt ein Türkis und ein Weiß und ich habe dann beide zusammengemischt. Im ersten Schritt geben wir unsere Wattekugel in den mit Weißkleber befüllten Druckverschlussbeutel hinein und kneten das Ganze, bis die Wattekugel komplett mit Kleber bedeckt ist. Dann geben wir unsere Wattekugel in den mit Glitzer gefüllten Druckverschlussbeutel, verschließen das Ganze sehr gut und schütteln das Ganze, bis die Wattekugel komplett mit Glitzer bedeckt ist. Mit unserem Draht, ihr könnt Gold- oder Silberdraht benutzen, formen wir nun eine kleine Schlaufe. Die Schlaufe sieht dann so aus. Diese wird dann vorsichtig in unsere Kugel hineingesteckt. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr eure Glitzerkugel mit Geschenkband oder anderen Materialien dekorieren. Und voilà, da haben wir sie, unsere Mini-Weihnachtsbaum-Deko-Kugel. Es hat mir total viel Spaß gemacht, dieses Video zu machen. Ich hoffe dir auch. Lass es mir doch mit einem Daumen nach oben wissen, falls es dir genauso viel Spaß gemacht hat. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann nix wie los, abonnieren und nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Na dann, tschüss!